Servus und herzlich willkommen bei Kommentare zu Politik. Heute ist der 29.11.2018 und langsam nähert sich auch das Ende des Jahres und Weihnachten. Heute hat eine besondere Nachricht die Runde gemacht und zwar heißt es, Bayer will weltweit 12.000 Stellen abbauen. Bayer ist ja einer der Chemiegiganten weltweit und ein sehr großer Arbeitgeber in Deutschland. Und von diesen 12.000 sollen am meisten Stellen in Deutschland abgebaut werden. Ich will nur meinen Kommentar, den ich auf den Lippen habe, der mir auf den Lippen brennt, zu diesem Thema einfach sagen. Und zwar, einige von euch erinnern sich vielleicht noch an die Geschichte mit Daimler und Chrysler. Wer sich daran erinnert, bitte schreibt doch mal in die Kommentare. Und zwar war es damals so, dass auch viele abgeraten hatten davon, dass Daimler wirklich Chrysler kauft. Und es hieß ja, es wäre eine Fusion, aber eigentlich hat Daimler Chrysler gekauft. Und sollte so zu einer Welt-AG ausgebaut werden. Und wenn man sich dann die ganze Geschichte anschaut, war es ein riesen Verlust. Und es wurde mal gut zusammengefasst auf einer Aktionärsversammlung, wo dann ein Aktionär aufstand und gesagt hat, Sie alle, und er hat den Vorstand geschaut, Sie alle haben auf ganzer Linie versagt. Also es war ein riesiges Versagen und viele Milliarden Euro sind flöten gegangen, weil ein deutsches Unternehmen ein amerikanisches Unternehmen viel zu teuer gekauft hat, das eigentlich marode war. Und genau an die Sache erinnert mich jetzt der Bayer-Coup. Also vor, ich schätze mal, 2 Jahren hat Bayer eben Monsanto gekauft oder angefangen damit. Das hat sich dann, glaube ich, letztes Jahr ergeben. Und es war so, dass dann Monsanto, das ist halt leider auch typisch für Firmen von Übersee, dass sie sich dann gut darstellen, dass sie sich teuer verkaufen wollen. Und dann hat Monsanto noch mal den Preis hochgetrieben um einige Milliarden. Und aber der Vorstandschef von Bayer, also Monsanto hat den Preis hochgetrieben, der Vorstandschef von Bayer wollte unbedingt diesen kaufen, hat dann Monsanto gekauft. Unabhängig davon, dass Monsanto sehr, sehr einen schlechten Ruf hat weltweit. Und dann ist natürlich so, solange Monsanto amerikanisch war, schien es auch so, dass diese großen, schlimmen Klagen nicht wirklich durchkommen. Das ist ja in Deutschland ähnlich. Der deutsche Staat will nicht deutsche Unternehmen ruinieren. Deswegen sind die Zahlungen immer so, dass es verträglich ist. Aber jetzt, wo Bayer Monsanto gehört, also wo Monsanto zu Bayer gehört, ist es so, dass jetzt wirklich die Millionenklagen kommen. Ihr habt das gehört, vor einigen Monaten kam eine Millionenklage, hunderte Millionen für eine Person, die eben geschädigt ist durch dieses Glyphosat. Und seitdem befindet sich der Bayer-Kurs im Sturzflug. Also das Unternehmen kämpft wirklich um seine Zukunft. Und deshalb muss es jetzt 12.000, das ist wirklich eine Nummer, 12.000 Stellen abbauen. Ja, also ich finde, das hätte man vorher sehen können. Bayer war ein kerngesundes Unternehmen, hätte sich nicht einhandeln müssen. Das hätte man vorher, wie gesagt, ganz einfach sehen können. Ist leider nicht passiert. Schade, dass man aus der Vergangenheit einfach nicht lernen kann. Was denkt ihr dazu? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch der kurze Kommentar gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben da lassen und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Dann kriegt ihr weiter Kommentare zur Politik. Einen schönen Abend euch und viel Gesundheit und Freude.